Predigt für den 7. August 2022, Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 5. August 2022. Klaus Schwab veröffentlichte im Juli 2020 ein Buch Covid-19, The Great Reset, Deutsch, Covid-19, der große Umbruch. Darin heißt es, zum Zeitpunkt der Abfassung, Juni 2020, verschlimmert sich die Pandemie weiterhin weltweit. Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet, niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität, in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Einige Analysten sprechen von einem Scheideweg, andere von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das Ergebnis ist jedoch gleich. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Wenn wir als menschliche Wesen nicht zusammenarbeiten, um unseren existenziellen Herausforderungen, unter anderem Umwelt und die sich im freien Fall befindende globale Ordnungspolitik, zu begegnen, sind wir dem Untergang geweiht. Wir haben also keine andere Wahl, als die Engel in uns ans Licht zu holen. Das ganze Schwab-Buch ist zutiefst durchdrungen von religiösem Vokabular wie Engel und Teufel. Den eigentlichen Kernpunkt bildet das überschwängliche Lob auf Baruch de Spinoza. Zu Spinoza siehe das Lexikon des katholischen Lebens. Spinozas Lehre beseitigt nicht nur alle Freiheit, sondern auch jede Ursächlichkeit und Eigenständigkeit des Einzelwesens. Es verschwindet so der Unterschied zwischen Gott und Welt, zwischen Mensch und Dingen und zwischen Gut und Böse. Diese Allfrömmigkeit, Pantheismus, kommt tatsächlich auf Gottlosigkeit hinaus. Klaus Schwab ist auch Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, kurz WEF für World Economic Forum. Einer der bekanntesten WEF-Berater ist Yuval Noah Harari, Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Harari schreibt für viele große Magazine. Ein Weltbestseller ist sein Buch Homo Deus, das er selbst vorstellt. Mein letztes Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, beschrieb, wie unsere einzigartige Fähigkeit, an kollektive Mythen zu glauben, ob Gott, Menschenrechte oder Geld, uns in die Lage versetzte, diesen Planeten zu erobern. In Homo Deus untersuche ich, was passieren könnte, wenn unsere alten Mythen mit revolutionären neuen Technologien verbunden werden. Wird das Silicon Valley am Ende nicht nur neue Geräte, sondern auch neue Religionen produzieren? Künstliche Intelligenz überholt bereits in atemberaubender Geschwindigkeit unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten. Möglicherweise wird die Biotechnologie die menschliche Lebenserwartung radikal verlängern und es uns erlauben, sowohl unserem Körper als auch unserem Geist ein Upgrade zu gönnen. Der Unterschied zwischen technologisch aufgerüsteten Übermenschen und den einfachen Menschen aus Fleisch und Blut könnte sogar größer sein als der zwischen dem Homo sapiens und dem Neandertaler. Nun gibt es einen angeblichen Corona-Widerstand bzw. ein paar Leute, die mit den sogenannten Corona-Maßnahmen angeblich nicht immer in allem absolut vollkommen einverstanden sind. Da wird manchmal auch ein bisschen geschimpft gegen Klaus Schwab und Co. Vor allem aber überschütten sich diese angeblichen Corona-Rebellen mit Texten und Videos über Intensivbettenbelegung, über Virusnachweise, über Infektionszahlen und so weiter. Eine angeblich bahnbrechende Studie jagt bei Telegram die nächste. Ständig wird begeistert gefeiert, dass die Medien jetzt aufwachen, dass die Welt jetzt aufwacht. Statt dem Great Reset, statt dem großen Umbruch, gäbe es jetzt endlich The Great Awakening, das große Erwachen, und The Great Resist, den großen Widerstand. Jetzt stehen alle auf. Wobei dieses jetzt eben seit Beginn 2020 andauert und nun im August 2022 seitens der Politik bereits Maßnahmen wie Maskenpflicht und Dauerimpfungen angekündigt sind. Auch Demos werden organisiert bzw. gefeiert, wenn zum Beispiel ein paar hundert Leute mit Maske und Abstand völlig rückhaltlos demonstrieren, dass sie sich dem Zwang zu Maske und Abstand völlig rückhaltlos unterwerfen.
Garniert wird diese ewige Widerstandsparty mit immer neuen, angeblich sensationellen Enthüllungsbotschaften von anonymen Insidern, mit Texten und Videos, in denen vehement betont wird, dass Impfungen an sich gut und notwendig seien. Nur bei der Covid-Impfung hätte man wohl einige Bedenken. Und dann gibt es noch Darbietungen von satanischer Rockmusik. Und pausenlos klopft man sich energisch gegenseitig auf die Schulter, wie viel man geleistet und erreicht hat. Das ist der angebliche Corona-Widerstand. Der katholische Katechismus beginnt mit der Frage, wozu sind wir auf Erden? Antwort, um Gott zu erkennen, um ihm in Liebe und Treue zu dienen und um das ewige Leben zu erlangen. Und zum 12. Glaubensartikel, also zum ewigen Leben, heißt es im Katechismus, die vier letzten Dinge des Menschen sind 1. der Tod, 2. das Gericht, 3. die Hölle, 4. der Himmel. Jesus Christus sagt, willst du zum Leben eingehen, so halt die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Worum geht es Klaus Schwab, Yuval Noah Harari und dem WEF? Worum geht es dem angeblichen Corona-Widerstand? Wie steht man dort zum Thema Abtreibung? Wird dort klar Partei ergriffen für das Leben der Kinder im Mutterleib? Wird eine gesunde Lebensweise selbst eingehalten und bei anderen gefördert, mit angemessener Hygiene, mit ausgewogener Ernährung, mit maßvollem Sport, mit ordentlicher Kleidung? Oder sieht man dort körperliche und geistige Verwahrlosung? Wie steht man dort zum Thema Ehe und Familie? Wird das Sakrament der Ehe geachtet und geschützt? Wird die Tugend der Reinheit bewahrt und verteidigt? Oder wird Schamlosigkeit durch Wort und Tat propagiert? Und was ist mit dem falschen Zeugnis, namentlich bezüglich der Kirche? Was wird über die katholische Kirche gesagt, über die Sakramente, über das Leben der Heiligkeit in der Anbetung Gottes, über Tod, Gericht, Hölle, Himmel? Wird die Kirche anerkannt als einziges Mittel des Heiles? Oder wird die Ehrlehre des angeblichen Zweiten Vatikanischen Konzils propagiert, dass nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sind? Wird die Vatikanum-II-Sekte als katholische Kirche ausgegeben? Werden Vatikanum-II-Funktionäre wie Marcel Lefebvre oder Carlo Maria Vigano ausgegeben als Katholiken, womöglich sogar als Lichtgestalten und Heilsbringer? Werden Verbrechen von Vatikanum-II-Funktionären ausgegeben als Fehler der katholischen Kirche, zum Beispiel bei Kinderschändungen? Wird die katholische Kirche als solche bekämpft? Je genauer man hinschaut, desto schwerer fällt es, irgendwelche wesentlichen Unterschiede zu finden zwischen den angeblichen Corona-Aktivisten und den angeblichen Corona-Rebellen. Stattdessen findet man auf beiden Seiten eine alles durchdringende Konstante: die Lüge. Es sind zwei Seiten einer derselben Medaille. Es sind verschiedene Erscheinungsformen von Gottlosigkeit. Es geht nicht darum, die Gebote Gottes zu halten, sondern es geht darum, die Gebote Gottes nicht zu halten. Es mag durchaus sein, dass jemand Impfungen wirklich nicht mag, aber wenn man durch sein ganzes Reden und Handeln die Unzucht propagiert, ist man kein Vorbild. Es mag sein, dass jemand den Rotarier Jorge Bergoglio wirklich nicht mag, aber wenn man Vatikan II-Mitglieder als Katholiken bezeichnet, ist man kein Vorbild. Ergötzen wir uns also nicht an immer neuen Studien zur Intensivbettenbelegung und an immer neuen Videos von Rockkonzerten, sondern leben wir gemäß den Geboten Gottes, damit wir dereinst teilhaben. Am ewigen Leben mit Christus im Himmel. Amen.